Susanne Nordmann bereitet ihren Hengst Kore vor. Gleich geht es zur Springprüfung. Beide sind aufgeregt. Kore sucht sogar das Weite. Es ist ihr erster gemeinsamer Auftritt beim Reitturnier in Aschersleben, einem der größten in Mitteldeutschland. Man ist doch ein bisschen nervöser und man kann es schlecht beschreiben. Es ist wirklich faszinierend, ja. Aber gleich geht es los. Auch ein Sportpferd muss sich vor einem Turnier warm machen. Harald Sporreiter ist bereits warm gelaufen und schwitzt. Kein Wunder, er ist der Organisator des Reitturniers, schon zum 7. Mal. Auch für ihn ist das der Höhepunkt des Sommers. Es ist tatsächlich so, die Urlaubsplanung richtet sich nach dem Turnier. Und für uns ist das wirklich auch ein absolutes Highlight. Ein Highlight vor allem für die fast 200 Reiter, die um Preisgelder bis 15.000 Euro in den schwierigsten Springprüfungen kämpfen. Neben Hobbyreitern locken solche Summen natürlich Spitzensportler aus ganz Deutschland an. Die Geldpreise spielen schon auch eine Rolle, um gute Reiter zu bekommen. Die müssen sich ja auch irgendwie finanzieren. Reitsport ist ja auch teuer, obwohl es ein Breitensport ist. Inzwischen ist auch die 29-jährige Susanne Nordmann aus Stassfurt im Parcours. Hengst Kore gibt sein Bestes. Er trägt sich schließlich fehlerfrei über alle Hindernisse, aber ein paar Sekunden zu langsam. Die Profikonkurrenz, sie ist einfach viel zu stark. Er ist super gesprungen, hat alles gemacht, was ich wollte. Dadurch, dass halt die ganzen Berufsreiter hier sind, die doch jedes Wochenende oder fast jede Woche von Donnerstag bis Sonntag auf Turnier sind, die reiten ganz anders, ja. Am Ende landet das Reiterpaar auf Rang 23. Die Siegerehrung verfolgt Susanne Nordmann gezwungenermaßen am Rand des Parcours. Traurig über die schlechte Platzierung? Ein bisschen schon, ja. Aber Ross und Reiterin haben sich für die Zukunft noch höhere Ziele gesetzt. Je nachdem, wie es läuft, in ein paar Jahren nimmt vielleicht mal ein kleines S-Springen. Da will ja jeder mal hin mit seinem Pferd, ja. Und ich denke mal, mit Koro könnte man es schaffen. Im nächsten Jahr wollen Reiterin und Pferd gemeinsam wiederkommen und erneut ihr Glück versuchen.